Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Theresia von Lisieux. Heute werde ich mich mit ihr als Patronin der Weltmission beschäftigen. Als erstes werde ich über ihre Mission im Karmel sprechen und danach über ihre Mission im Himmel. Bereits als Kind hegte Theresia den Wunsch, Missionarin zu werden. Mit 15 Jahren stieg sie ins Kloster ein und blieb dort bis zu ihr Lebensende, wodurch sie nicht mehr aktiv vor Ort die Mission unterstützen konnte. Theresia sah das Klosterleben als wichtige Stütze für die Weltmission, weil die Schwestern die Missionarinnen und Missionare im Gebet begleiten. Beim Eintritt in den Karmel sagte sie: "Ich bin gekommen, um Seelen zu retten und vor allem, um für die Priester zu beten." Um aktiv an der praktischen Mission Teilhabe haben zu können, hielt Theresia Briefkontakt mit zwei Priestern. Der eine war aktiv in China und der andere in Malawi. Neben dem Briefkontakt unterstützte Theresia die beiden ebenfalls jahrelang im Gebet. Es lässt sich also zusammenfassen, dass Theresia die Mission besonders im Gebet unterstützt hat. Gegen Ende ihres Lebens betonte Theresia noch einmal, dass sie auch im Himmel weiterhin für die Kirche und Seelen arbeiten möchte. Ein sehr berühmtes Zitat von ihr besagt: "Ich will meinen Himmel damit verbringen, bis an der Weltenende Gutes auf Erden zu tun." Dieses Versprechen hält Theresia heute auf jeden Fall ein. 1927 wurde sie zur Patronin der Weltmission erklärt. Mehrere Priester und Missionare vertrauen sich ihr an und über 50 Kongregationen berufen sich auf ihre Lehre. Außerdem ist ihr Reliquienschein weltweit unterwegs. Genau wie er nächstes Wochenende in Köln unterwegs sein wird. Statte ihm doch einmal einen Besuch ab. Ich hoffe, dieses Video hat dir sehr gefallen und du konntest mehr über Theresia als Missionarin lernen.